Kinder sind unsere Schätze. Wir lieben es, mit ihnen zu spielen, ihnen Geschenke zu machen und ihr schönes Lächeln anzusehen. Und wir sehen ihre Tränen, Frustration, Misserfolge und Probleme nicht gern. Wir sind immer für sie da und wollen sie stets beschützen. Seit Jahrhunderten wird uns eine fremde Ideologie, Kultur, Verhalten und Gewohnheiten fremder Völker beigebracht. Oder nein, man könnte sogar sagen, es wird uns aufgezwungen. Durch den technologischen Fortschritt ist eine dieser Methoden das Fernsehen und Internet. Fast jede unterhaltsame Show endet mit einer Umarmung oder Küssen von Fremden. Oder wenn der Hauptdarsteller im Alter von 10 bis 12 Jahren sich nicht entscheiden kann, welches der drei Mädchen er daten soll. Und die Hauptdarstellerin sich nicht entscheiden kann, welchen Minirock oder welche High Heels sie tragen soll. Wie verhalten sich unsere Kinder in der Schule, nachdem sie ähnliche Cartoons und Serien gesehen haben? Heute sehen wir Kinder, die man nur noch mit Smartphones und Tablets zur Ruhe bringen kann. Von klein auf werden unsere Kinder damit groß. In einem Hadith, der bei Imam Bukhari überliefert ist, heißt es sinngemäß: Wahrlich, ihr seid alle Hirten und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Der Imam, der über alle Menschen eingesetzt worden ist, ist ein Hirte und er ist verantwortlich für seine Herde. Der Mann ist für die Leute in seinem Haus ein Hirte und er ist verantwortlich für seine Herde. Die Frau ist für die Leute des Haushalts ihres Mannes und für seine Kinder eine Hirte und sie ist verantwortlich für sie. Liebe Geschwister, heute erziehen das Smartphone, die Medien und die Gesellschaft unsere Kinder. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedoch uns die Verantwortung darüber auferlegt. Die Botschaft des Islam wurde von Generation zu Generation an die Menschheit getragen, weil es wahrhaftige Väter, Mütter und Muslime gab, denen die Verkündung dieser Botschaft wichtig war, denen es wichtig war, wie ihre Kinder erzogen werden. Natürlich wird die Verkündung weitergehen. Selbst wenn wir uns anderen Dingen widmen sollten als dem Islam, Allah wird seine Botschaft beschützen. Das ist sein Versprechen. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Welches Elternteil trägt ihren Teil dazu bei, ein gottergebenes Kind großzuziehen, der diese Botschaft an die Menschheit trägt? Liebe Geschwister, für jeden Aspekt unseres Lebens hat Allah subhanahu wa ta'ala uns klare Richtlinien gegeben. Und eines der wichtigsten Sachen dabei ist die Erziehung unserer Kinder und das gemäß den Lehren des Islam. Diese Verantwortung ist besonders schwierig, wenn die gesellschaftlichen Normen nicht gerade islamisch sind. Dennoch ist das Leben hier oder woanders keine Entschuldigung, um unsere Prinzipien zu lockern und unsere Identität aufzugeben.